Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video sprechen wir über den letzten Formel 1 Grand Prix in Kanada. Bleibt dran! Ja, der letzte und das aktuellste Rennen der Formel 1 Saison 2022 in Kanada ist vorüber. Es war kein spektakuläres Rennen, aber es war ein solides Rennen. Max Verstappen hat einen Start-Ziel-Sieg hingelegt und Red Bull kämpft wieder mal mit Standhaftigkeitsproblemen. Dieses Mal traf es Sergio Perez. Der Rest war, ja, nach dem Qualifying hätte ich mir etwas mehr erwartet. Ich hätte mir eine etwas spannendere Aufholjagd von Leclerc, von Charles Leclerc erwartet und die große Überraschung des Rennens war Mercedes und Lewis Hamilton auf Platz 3. Was mich weiters überrascht hat, war der im Rennen stattfindende Strategiewechsel von einem Boxenstopp hin zu zwei Boxenstopps. Diesen Strategiewechsel haben fast alle Top-Teams, zumindest die großen drei Top-Teams, bei ihren Stammfahrern, bei ihren Nummer 1 Fahrern, sage ich jetzt mal dazu, durchgezogen. Es war ein eher sehr konservatives Rennen. Konservativ ist aber nicht gleich schlecht. Für Max Verstappen war es, ja, kann man so sagen, ein perfektes Wochenende. Er hat im Qualifying geglänzt, er hat im Rennen einen Start-Ziel-Sieg hingelegt, er hat fahrtechnisch und rennsporttechnisch alles in seiner Macht Stehende getan und das auch sehr solide auf die Piste gebracht. Red Bull war mit der Strategie hier wie die anderen Teams konservativ unterwegs, beziehungsweise haben sich den Konkurrenzteams in der Strategie angepasst. Lewis Hamilton im Mercedes, Gott, freue ich mich für diesen Rennfahrer, dass er endlich mal wieder aufs Treppchen gekommen ist und auf Platz 3 fahren konnte. Hier sehen wir mal wieder, dass man von Rennen zu Rennen denken muss, dass man nicht immer von einem Rennen auch auf das nächste schließen kann, beziehungsweise auf die gesamte Saison. Natürlich, Max Verstappen hat einen soliden Vorsprung herausgearbeitet, das schreibt aber Sergio Perez und Charles Leclerc noch lange nicht von dem Titelkampf fern. Um wieder zu Lewis Hamilton zurückzukommen und seinen Platz 3. Es muss für einen Fahrer eine ziemliche Erleichterung sein, nach solchen Startschwierigkeiten, wie sie ja Lewis Hamilton hatte, und vor allem Mercedes mit ihrem Bouncing, wieder mal die Erwartungen doch etwas übertreffen zu können. Mercedes hat ja nicht unbedingt damit gerechnet, aufs Podium zu fahren und insofern nicht nur eine Überraschung, sondern auch Balsam für das Rennfahrerherz. Es gab ja vor dem Rennen kurz Diskussionen, beziehungsweise gibt es die ja noch immer, dass die FIA Reglementänderungen vornimmt, um das Bouncing in Griff zu bekommen. Notwendig, darüber kann man streiten. Auf der einen Seite ist es die Verantwortung der FIA, für Sicherheit zu sorgen. Auf der anderen Seite, wie sie es gemacht haben mit der Reglementänderung am Donnerstag, naja, was soll das für das Rennen am Sonntag effektiv bringen? Na, nix. Gut, sie haben auch gesagt, man sieht sich jetzt einmal das Rennen und die Sensordaten von Kanada in Bezug auf die Reglementänderungen an. Was könnten sie bewirken? Was können sie bewirken? Wie effektiv kann man diese dann umsetzen? Wie notwendig sind diese? Das ist belegt. Da gibt es Sensordaten dazu. Das ist jetzt eher für mich ein politisches Statement als tatsächlich eine Reglementänderung, beziehungsweise ist eine Reglementänderung, die etwas bringt, ist sie nicht. Die Änderungen, die sie
vornehmen, müssen sie so vornehmen, um nicht zu stark wieder in den Rennsport einzugreifen, nicht wieder Entscheidungen am Green Table herbeizuführen, so wie bei der WM-Entscheidung 2021. Wir alle wollen das live quasi in Erarbeitung sehen. Und ich glaube, dass wir hier wieder der Gefahr laufen, eine Überreglementierung zu bekommen. Vor allem hat auch Kanada ja gezeigt, dass die Teams mehr und mehr das Bouncing unter Kontrolle bringen. Vor allem Mercedes, denn Lewis Hamilton konnte deutlich besser aus seinem Dienstwagen aussteigen als wie im Rennen davor. Das zeigt mir, dass man A, die Strecke vielleicht etwas falsch eingeschätzt hat, zu vorsichtig an die Sache Kanada und Asphalt in Kanada, Streckenunebenheiten herangegangen ist. Auf der anderen Seite zeigt es mir wieder, dass die Entwicklungen und die Forschung innerhalb der Teams, innerhalb von Mercedes greifen und Wirkung zeigen. Wo ist das große Problem beim Bouncing und den Bodenunebenheiten? Naja, die Bodeneffekt Aerodynamik sorgte dafür, dass das Auto an den Asphalt, an die Straße, an die Rennstrecke herangezogen wird. Kommen wir dann zu Phasen, wo viele Bodenwellen sind oder große Bodenwellen sind, verliert der Formel 1 Wagen diesen Effekt und wird quasi wieder in die Höhe katapultiert bzw. getragen. Und dann greift wieder dieser Bodeneffekt der Aerodynamik am Unterboden des Fahrzeugs und er wird wieder an die Strecke herangesungen, er wird wieder an die Rennstrecke heruntergedrückt. Was dann wiederum bei Bodenwellen dazu führen kann, dass der Effekt verloren geht, dass der Bodeneffekt abreißt und das Auto wieder nach oben geht. Passiert das mehrmals pro Sekunde, haben wir den Bouncing-Effekt. Und man kann sich vorstellen, dass dies, wie bei Lewis Hamilton gesehen, ziemlich an die Substanz geht, ziemlich auf die Wirbelsäule geht. Und man muss sich vorstellen, ein Rennfahrerhelm, der im Schnitt so an die 2,5 bis 3 Kilogramm wiegt und mit der Geschwindigkeit und den Frequenzen, die dann auftauchen, ist es für niemanden sehr angenehm, wenn diese 2,5, 3 Kilo andauernd gegen den Kopf drücken und wieder hochkatapultiert werden, wieder drücken. Also das ist ja in mehrfacher Hinsicht eine Belastung. A, die Belastung durch die Frequenz. B, die Belastung durch das Gewicht, welches auf den Körper von oben nach unten drückt. Gott sei Dank, Kanada diesbezüglich meiner Meinung nach ein Fortschritt. Gott sei Dank, Mercedes diesbezüglich besser als in den Rennen davor. Für mich auch the man of the race, Lewis Hamilton. Carlos Sainz, solider zweiter Platz. Max Verstappen, verdient gewonnen. Schade für Red Bull, dass sie Sergio Perez verloren haben. Diese WM 2022 wird eine WM der Standhaftigkeit. Wird eine WM der Teams, die es jetzt schaffen, alle Rennwegen des eigenen Teams ins Ziel zu kriegen. Und das über die gesamte Rennsaison, Renndistanz hinweg. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der Kanada Grand Prix gefallen. Ich hoffe, euch gefällt die heurige Formel 1 Saison. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.